Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Noobsocken Infamous Second Son. Ja, wir haben im letzten Let's Play den ersten Tatort untersucht, Bilder an Reggie geschickt. Reggie hat uns gerade eben angerufen und meinte, dass ziemlich viele DOP-Agenten beim nächsten Tatort sind, die Befehl haben. Also könnte das Probleme bereiten und wir können nicht so einfach wie beim ersten Tatort an den Polizisten vorbei. Hier sehen wir immer noch irgendwas Cooles. Irgendwas ist hier. Soll uns aber erstmal nicht weiter interessieren. Wir sind erstmal auf dem Weg zum nächsten Tatort. Da vorne sieht man schon DOP-Agenten, die sich irgendwo hinbewegen. Okay. Gott, du hattest da sind auch einige bei, die Kräfte haben. Um jeden Preis. Ihr Ruf steht auf dem Spiel. Naja, meiner auch. Gut, unser Ruf steht auf dem Spiel, auch der DOP-Agenten steht auf dem Spiel. Also bleibt uns nur eins übrig. Angriff! Hallo? DOP-Agent, nein? Komm. Och, ist mir egal. Komm, ich hau da jetzt runter. Da sind andere Leute von dir, die von mir jetzt... Bam, bam. Okay, also Jungs, so geht das nicht. Ich muss hier weg. Ich muss erstmal nach oben. Also ich habe mich da doch etwas leichtsinnig an die ganze Sache herangewagt. Shit, da unten ist gar keiner. Aber hier sind welche. Immer schön smoken, komm. Wir wollen ja eigentlich niemanden töten, sondern alle nur einsmoken. Aber leider geht's nicht anders manchmal, dass man auch Leute töten muss. Ich ehrlich gesagt auch gerade keine Ahnung habe. Oh Gott, da ist auch noch so ein Steintyp. Na na na, nicht so, mein Freund. Du bist trotzdem hier. Aber ich muss erstmal wieder nach oben. Ja, wuhu! So hört sich das gut an, ne? Da haben wir irgendwie den Tatort. Also da ist auf jeden Fall der Tatort. Ich habe den Tatort schon mal ganz kurz gesehen. Sieht sehr neonlastig aus. Neonlastig. Wo haben wir die nächsten Gegner? Da steht noch einer. Dich möchte ich gerne haben. Und dich festnehmen. Jetzt habe ich dich festgenommen. Da ist noch ein Scharfschütze. Ich mag auch hier keine Scharfschütze. Na, nicht mit mir, mein Freund. Ah, den kriege ich doch da gar nicht. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Tja, ich habe es euch gesagt. Ich krieg den da nicht. Hallo? Lässt du mich mal in Ruhe? Hier erstmal ganz schnell hoch. Also ich stelle mich hier auch gerade ein wie der erste. Ne? Da sind die PC. Ich habe keinen Prime. Hallo Leute, was wollt ihr denn jetzt von mir? Da hinten ist Rauch. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Rauch. Das sieht alles ein bisschen mager aus. Was mache ich denn jetzt? Also da. Mir bleibt ja nicht viel übrig, ne, als hier reinzieht. Boah, der Dicke. Also der Dicke geht mir so ein bisschen auf den Schwanz. Muss ich das sagen. Boah, der hält aber auch was aus, ne? So, jetzt habe ich ihn. Du hörst mir. Mein Plan. Dann haben wir da hinten noch ein paar Infanteristen, DOP-Agenten, die sich mir entgegensetzen. Aber diese mit den Kräften, oh, die gehen mir auch so ein bisschen auf den Keks. Aber das sind ja, glaube ich, Sniper, ne? Das sind die Scharfschützen. Ja, die Scharfschützen gehen mir so ein bisschen auf den Kranz. Wir haben da APCs von den DOPs. Interessieren mich jetzt erstmal nicht.
erstmal hier die Leute platt machen. Sieht erstmal gut aus. Hab ich noch irgendwas? Jawoll, getroffen, getroffen. Komm, geh dich hin. Du auch hingelegt. So, dann sind das echt. Jetzt sind das echt nur noch zwei. Also, wo ist der? Den hab ich. So, zwar getroffen. Supi, den habe ich jetzt auch. Dann ist dann nur noch ein Gegner. Wo ist der? Der ist hier irgendwo oben. Und jetzt ist er hier unten. Alle Gegner ausgeschalten. Wunderprächtig. Hier fliegt noch eine Scherbe. Die will ich noch haben, bevor ich den Tatort fotografiere. Scherbe. Mann. Wie? Was wollt ihr denn jetzt von mir? Habt ihr irgendwelche Sorgen? Nöte? Ängste? Kann ich euch irgendwie helfen? Achso. Also nicht so, mein Freund. Da muss ich ehrlich sagen, so läuft das nicht. Ihr könnt euch gleich eigentlich alle ergeben. Ich bin nett, echt, aber nicht so, meine Freunde. Was haben wir denn hier? Kann ich irgendwas... Auf jeden Fall will ich die Scherbe haben. Er mit der Scherbe. Das fühlt sich gut an. 5 Scherben eingesammelt, ein Upgrade verfügbar. So, jetzt erstmal den Tatort fotografieren. Da hat sich jemand echt viel Mühe gegeben. Also, dieser Conduit hat echt einen eigenen Stil. Sowas wie Nouveau gestört. Okay, ich brauche... Lass mich raten. Gesicht und Wunden. Wenn's keine Umstände macht. So, und dann fotografieren wir mal den Tatort. Erstmal das Gesicht des Opfers. Bitteschön. Wunden kommen sofort. Vielleicht findet ja Reggie irgendwas. Nicht nötig. Ich habe schon einen Treffer. Der Typ ist ein Drogendealer. Ellenlanges Vorstrafenregister. Such nach seinem Stoff. So erfahren wir vielleicht, warum der Schütze ihn ausgewählt hat. Okay, ja, dann finden wir mal den Stoff des Drogendealers. Finden Sie das Drogenversteck des toten Dealers. Ist es das? Das ist ja einfach. Was ein Versteck. Heilige! Wow! Heilige, was? Was heilig? Darf's denn? Alles klar? Ja. Holla, was war das denn gerade? Folge ihm! Sei vorsichtig! Der originelle Rat! Da ist doch... Warte! Da schießt alles gut, jemand alles gut. Direkt ich bin einer von euch. Mit seinen Widerstrahlen hier auf uns. Güte, was ist los? Hallo, Vorsicht. Mach mal langsam. Hallöle. Was wird denn das hier? Was? Eine geile Kraft. Was ist denn das? Die will ich auch haben. Boah, guckt euch an, wie die läuft. Oder er, oder was das ist. Stopp! Wie geil ist das denn? Ich will auch so eine Kraft. Ich will genau diese gleiche Kraft. Hast du ihn? Nein, er ist abgehauen. Total schnell. So richtig schnell. Wow. Conduit schnell, Mann. Vergiss den fleischfressenden Todesblick. Das will ich. Nicht gierig werden. Aber irgendwie war das komisch. Ey, wie geil ist diese Kraft denn? Ist das Neonschild hinter ihm aufgeflackert? Ist bestimmt seine Energiequelle. Geh zurück zum Schild. Vielleicht findest du was. Okay, wir sollen zurück zum, Straßenschild, da wo der Scharfschütze. Du müsstest sehen, was der Typ drauf hat, Mann. Wie Laser oder so. Vorhin war. Wäre echt cool, diesen Move drauf zu haben. Und dann noch den Rauch, wenn ich Augustin treffe. Langsam. Erst müssen wir ihn wiederfinden. Okay. Ja, wir brauchen, wollen unbedingt diese Kraft haben. Die ist ja auch echt geil. Also, komm, dieser. Also, Leute, die sah echt stylisch aus, oder? Was sagt ihr? Die sah doch Hammer aus. Die möchte ich jetzt auch haben. Also die hat mich jetzt auch interessiert. Oh yeah! Vielleicht können wir die ihr irgendwie oder ihm irgendwie abzapfen. Hier ist das Straßenschild, wo wir wieder hin wollen müssen. Okay, ich bin da. Soll ich nach irgendwas Bestimmtem suchen? Alles, was uns etwas über den Scharfschützen verrät. Also, eins verrät mir dieser Ort schon mal. Nämlich, dass unser Scharfschütze eine Scharfschützin ist. Was? Das müsstest du echt sehen, Reg. Das ist das mädchenhafteste Scharfschützenversteck aller Zeiten. Was soll das heißen? Keine Ahnung, es wirkt einfach alles
mädchenhaft. Mädchenkram, der Name Brand in Mädchenschrift in die Wand gebrannt. Und hier riecht es besser als in jedem Attentäterversteck, das du dir vorstellen kannst. Okay, pass auf, schick mir einfach Fotos von allem, was nützlich sein könnte. Gut, dann schicken wir mal Reggie Fotos von allem, was nötig und hilfreich sein könnte. Ich würde sagen, als erstes mal den Namen Brand. Brand, wer ist Brand? Ich frage mich, wer Brand ist. Da bin ich überfragt. Okay, was haben wir noch? Hier unten, Make-up. Make-up, ja. Eine Frau braucht Make-up, ja. Ein Mann nicht. Ein Scharfschütze, der Make-up trägt. Sehr interessant, mal eine neue Kombi. Okay, sieht mir tatsächlich nach Damenschuhen aus. Ja, die sind kleiner als Kinderschuhe. Ha. Ja, das kennt man ja von Frauen. Das ist meistens kleiner als bei Kindern. Okay, hier haben wir noch irgendein Buch. Echt jetzt? Ein Serienmörder, der Jane Eyre liest? Na klar, Jane Eyre ist wie der Fänger im Roggen für Frauen. Ha. Und natürlich, irgendwie, also, muss ich das wirklich machen? Das hat doch schon leicht was Perverses, oder? Okay, die gehören definitiv höchstwahrscheinlich einer Frau. Pff, Experte, hä? Und sonst noch was Interessantes? Nur die Ruhe, ich suche ja. Ja. Okay, was finden wir denn noch so Interessantes? Auf jeden Fall, wenn hier Fotos von der Unterwäsche der Frau macht, also, also ich muss schon sagen, das ist ein bisschen strange, oder Leute? Ich würde sagen, das ist interessant. Was ist, hey, da ist ein Gesicht. Hä? Da ist das Licht von vorhin. Ah, wie cool ist das denn? Da hat sich jemand Mühe gegeben. Interessant. Das ist halt echt Stil. Ist weit hergeholt, aber vielleicht gibt die Datenbank mit etwas Glück bei dem Namen Brand irgendwelche Querverweise aus. Gut. Ja, das ist das Versteck. Weißt du, wenn ich Versteck? Und Laser hätte, der? Könnte ich bei uns im Wohnzimmer tolle Lichtshows veranstalten. Oh, Superkräfte mal sinnvoll genutzt. Der Scharfschützin. Hey, okay. Reg, ich hab gerade an die BHs gedacht. Lass das, okay? Ernsthaft. Lass es. Also ich weiß nicht, was das mit diesen BHs soll. Erst Wumm, Rauch. Und wenn sie dann in den Seilen hängt, Bang, Bang, mit der Lasershow. Ein Plan ist immer gut. Ja, ein Plan mit der Supervorstellung ist immer super gut. Hey, ein Treffer beim Foto. Er heißt Brent Walker. Vor 2 Jahren wegen Drogenbesitzes verhaftet. Jetzt kommt's. 2 Monate später tot in einer Gasse gefunden. Todesursache, einzelne Stichwunde unbekannter Herkunft in der Brust. Ich schicke dir die Adresse. Ja, unser Mädel mag definitiv keine Drogendealer. Sieht so aus. Trotzdem seltsam, Mann. Wenn sie einfach nur Drogendealer umbringt, warum klingt es in den Nachrichten so, als würde sie wahllos Leute umbringen? Als könnte es jeden treffen. Ja, und weiter? Na, man sollte doch meinen, dass DOP würde wollen, dass jeder weiß, dass die Morde nicht wahllos sind. Dass niemand in Gefahr ist, außer Drogendealern. Dann gäbe es auch weniger Panik. Was willst du sagen? Dass das DOP den Leuten Angst machen will? Ihr Job ist doch, Panik zu verhindern. Gut. Ja, wir haben jetzt die neue Adresse, wo wir gleich hingehen. Reggie hat uns, oder wir haben jetzt die moralische Frage offengelegt. Könnte es sein, dass die DOP die Bioterroristen oder die Conduit einfach nur schlecht dastehen lässt? Naja, okay, diese moralische Frage lasse ich jetzt einfach mal stehen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und wünsche viel Spaß bei dem, was ihr jetzt später oder jetzt gleich noch macht. Und bis zum nächsten Mal. Noobs zocken in Famous Second Son. Haut rein.